Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es heute wieder um einen Haul. Und zwar ein bisschen Amazon, ein bisschen DM, ein bisschen Rossmann. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich los mit den Produkten. Und wer mein letztes Video nicht gesehen hat, oben in der Ecke, in einer von den beiden Ecken, das entscheide ich dann spontan beim Schneiden, steht dann Dauerwerbesendung, einfach aus dem Grund, wie ihr vielleicht wisst, mit Abmahnwelle und so weiter und so fort, schreibe ich es auch lieber oben rein, denn ich möchte nicht abgemahnt werden. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich mit dem Video und fangen gleich mit dem Amazon-Produkt an. Und das habe ich mir für den Urlaub gekauft gehabt, und zwar ist es diese Tasche hier. Das ist einfach so eine Make-up-Tasche, die echt praktisch ist. Und gesehen habe ich das Ganze bei der lieben Alina. Und ich verlinke euch ihren Kanal auch hier unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Sie macht richtig tolle Videos. Und auf jeden Fall ist das hier so eine Tasche, wo man sich die Fächer auch individuell anpassen kann. Also ich habe in meinem Schub hinten noch zwei so Trenner für hier unten drin. Allerdings passt sonst nichts rein, wenn man da noch einen Trenner reinmacht. Und hier passen halt wirklich so Puderdöschen gut rein und so verschiedene Foundations. Also passt auf jeden Fall was rein. Und man hat hier oben auch nochmal ein Fach eigentlich für Pinsel. Ich muss sagen, für meine Pinsel verwende ich das nicht. Ich habe hier einfach Mascara und Kajalstifte reingesteckt. Und hier hat man auch nochmal so eine kleine Tasche. Da hatte ich jetzt im Urlaub Masken drin. Und ja. Generell habe ich ja den ganzen Koffer voller Make-up gehabt und ehrlich gesagt habe ich bis auf die wasserfeste Mascara nichts verwendet, weil es einfach viel zu warm war. Ja, also war eigentlich für die Katz, dass ich das mitgenommen habe, aber egal. Ja, die Tasche kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil es wirklich sehr, sehr praktisch ist. Es passt richtig viel rein. Und gefällt mir halt auch optisch sehr, sehr gut. Gibt es auch in schwarz und kostet, glaube ich, um die 20 Euro oder so. Also wirklich nicht teuer. Und ist halt wirklich so, dass ich sage, sie ist kompakt, schlicht und es passt was rein. Ja, dann machen wir gleich weiter mit den Rossmann-Produkten. Da habe ich mir einmal einen Isana Nagellackentferner mitgenommen. Und zwar so einen, wo man den Finger einfach reinsteckt, einfach weil es viel schneller geht als mit dem Wattepad. Und wenn man jetzt normalen Nagellack drauf hat, also keinen ultra dunklen oder ultra roten, dann funktioniert das mit dem hier wirklich richtig, richtig gut. Und ja, mag ich sehr gerne sowas, weil es halt wirklich einfach schnell geht. Und ja, deswegen musste mal wieder so einer mit. Ja, dann habe ich hier dieses Mixer-Deo gefunden. Ja, an sich ein normales Deo, was aber wirklich sehr, sehr gut riecht zum einen. Es ist ein Antitranspirant, also wahrscheinlich mit Aluminiumsalzen. Wer sowas nicht mag, nehmt was anderes. Ich brauche im Sommer schon Aluminiumsalze, einfach weil ich so schwitze, dass es wirklich nicht schön ist und ich möchte das verhindern und ich habe noch nichts gefunden ohne Aluminiumsalze, was wirklich 100% trocken hält. Außer die Dove Deos, da geht es einigermaßen, aber auch die versagen halt irgendwann. Und ja, bei dem ist es jetzt hier so, dass der so einen runden Sprühkopf hat und ich zeige euch das jetzt mal schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gesehen hat. Also der sprüht halt wirklich hier aus den Runden und man braucht nicht viel. Und es passt halt wirklich genau dahin, wo es hin soll. Und finde ich richtig gut. Und es hält auch wirklich richtig gut trocken. Also hätte ich das vor dem Urlaub entdeckt, hätte ich das mit in den Urlaub genommen und wäre noch mehr zufrieden gewesen. Aber ja, ist wirklich ein gutes Deo, duftet gut und mag ich sehr gerne. Ja, dann hatte ich mir noch so einen Beauty Brush mitgenommen. Die waren jetzt runtergesetzt, da hatte ich ja schon den Foundation Brush. Und jetzt habe ich mir noch diesen kleineren hier mitgenommen, weil ich die wirklich richtig gut finde. Und ja, deswegen durfte der nochmal. Ja, von Catrice gibt es jetzt diesen neuen Primer hier, den Fresh It Up Moisturizing with Bamboo Water Primer. Das ist der hier. Und der ist richtig, richtig gut. Also den habe ich auch im Urlaub verwendet. Ich habe mir den einfach aufs Gesicht aufgetragen und dann einfach ein bisschen Puder drauf. Das hat funktioniert 1A.
Auf dem Produkt hier hinten steht noch drauf, leichte und intensiv feuchtigkeitsspendende Grundierung mit Bambuswasser für einen extra frischen Effekt auf der Haut, kann alleine oder als Make-up-Grundlage getragen werden. Finde ich auch richtig gut und er ist wirklich so, dass er Feuchtigkeit spendet und mag ich jetzt schon sehr, sehr gerne. Auch vor dem Urlaub noch geholt, das war so eine kleine Probiergröße für 1,99 €. Die L'Oreal Bonjour Nudista BB Cream für den Frische Kick Awakening Skin. Und die finde ich richtig gut. Habe ich zwar im Urlaub eher nicht verwendet, aber sie ist schön hell und lässt sich leicht verteilen. Also so sieht das Ganze dann aus. Und es ist wirklich mal eine BB Cream, die für meinen Hautton geeignet ist. Also ich habe echt das Problem, dass bei den BB-Creams es einfach viel zu dunkel oft ist. Und bei der ist es halt wirklich so, die trage ich auf und die gleicht das Gesicht einfach so ein bisschen aus, ohne halt zu deckend zu sein, ohne zu intensiv zu sein und schaut dann einfach gut aus. Vielleicht noch ein bisschen Puder drüber geben und dann ist das für den Tag, für den Alltag optimal geeignet, gerade jetzt im Sommer. In Italien habe ich es eigentlich nicht getragen, weil es mir einfach, wie gesagt, viel zu warm war. Und ja, aber so an sich für ein Alltags-Make-up, für die Arbeit oder so ist das optimal und ich werde mir die definitiv noch in der großen Variante holen, weil sie ist halt einfach weg, ne? Ja, gefällt mir echt gut. Ja, auch noch vor dem Urlaub habe ich mir geholt die Paradise Ecstatic in Waterproof. Ich mag ja schon alleine die normale Paradise Ecstatic und habe mir gedacht, okay, für den Urlaub möchte ich schon gerne eine wasserfeste haben, einfach weil man viel unterwegs ist, viel schwitzt. Wir waren im Pool und da braucht man einfach was Wasserfestes und die sieht halt so aus. Das Bürstchen ist genau wie bei der normalen Ecstatic, weil oft habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass wenn ich die normale und die Waterproof nehme, dass die ein anderes Bürstchen hat, was ich nicht möchte. Und ja, sie hat halt einfach das ganz normale Bürstchen hier drin und ich trage sie auch heute. Und sie macht halt wirklich schöne Wimpern, sie trennt schön, sie gibt schön Volumen und ja, mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und auch die Waterproof. Und was hier auch der Vorteil ist, sie lässt sich abends auch schön leicht abschminken. Also ich habe die Glam & Doll von Catrice in Waterproof. Da, wenn ich mit dem gleichen Augenentferner drüber gehe, also ich nehme momentan für Wasserfeste den Glow, den Happy Glow von Nivea zum Abnehmen, funktioniert das mit der hier einwandfrei. Wenn ich die Glam & Doll hernehme, ich rubbel mir da wirklich die Augen fast weg und es geht nicht runter und es tut meiner unteren Augenpartie einfach nicht gut, wenn ich zu viel rubbeln muss. Wird sehr, sehr schnell gereizt, reagiert mit trockenen Stellen und deswegen kann ich die empfehlen, einfach weil sie sich auch leicht abschminken lässt. Ja, dann habe ich mich beim Maybelline-Stand ein bisschen ausgetobt und da war es halt auch so bei unserem DM, gab es, wenn man für 10 Euro eingekauft hat, noch ein kleines Goodie dazu. Und ich habe mir einmal diesen Master Prime Pore Minimizing Primer mitgenommen. Von dem habe ich auch viel Gutes gehört. Einfach aus dem Grund, weil ich in dem Bereich und hier in dem Bereich schon vergrößerte Poren habe. Und man die bei manchen Make-ups extrem sieht. Und die möchte ich halt einfach ein bisschen zuspachteln. Also nicht wirklich fürs ganze Gesicht, sondern nur für diese Partie hier. Und funktioniert ganz gut. Die Poren werden dadurch etwas kleiner. Ja, bei manchen Primern ist es ja so, dass man dann Pickel bekommt. Kann ich jetzt hier noch nicht beurteilen, weil den habe ich mir erst gestern geholt und jetzt erst zweimal aufgetragen. Und ja, aber bis jetzt finde ich ihn ganz gut. Auch mitgenommen habe ich mir von Maybelline den Superstay 24 Hour Color. Das ist dieser hier und zwar in der Farbe 150 Delicious Pink. Und die sollen ja auch 24 Stunden halten. Und die Farbe sieht so aus. Also ist auch eine richtig schöne Farbe. Sie schimmert, also sie ist jetzt nicht so matt oder so, sondern sie hat so leichte Glitzerpartikel drin, was ich aber sehr, sehr schön finde. Und dann kommt hier auf der anderen Seite noch so ein Pflegeballen drüber. Der soll das Ganze versiegeln und halten und werde ich auf jeden Fall mal austesten, wie das so funktioniert.
Und das kleine Goodie war hier dieses hier. Das konnte man sich aussuchen. Man hat entweder so ein Color Jolt nehmen können oder ein Nagellackentferner oder dieses Phyton Set. Aber das verwende ich eh nicht und eine Schere. Und vor allem dieses Phyton Set, was ich ganz interessant finde. Eigentlich kann man das total simpel selber machen. Und zwar nimmt man sich einfach einen Lippenstift seiner Wahl, einen schimmernden Lidschatten seiner Wahl und gibt sich das auf und man hat genau den gleichen Effekt. Ja. Deswegen war das einfach für mich nicht interessant. Und deswegen habe ich hier diesen hier mitgenommen. Und das ist die 05 Stripped Down. Und der kommt hier mit so einem Applikator daher. Und die Farbe sieht so aus. Auch eine richtig schöne Farbe. Kann man sehr, sehr gut verwenden. Und bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie der sich so auf den Lippen macht. Soll so eine intensive Lip Paint auf jeden Fall sein. Und ja. Ja, dann haben noch zwei Beauty-YouTube-Mädels Produkte rausgebracht. Und zwar einmal die X-Later. Die hat die neue Marke oder Haarmarke New rausgebracht. Das ist, und ich habe mir jetzt dieses Set einfach mal mitgenommen, weil sich das wirklich sehr, sehr interessant angehört hat. Das kann man hier einfach so aufmachen. Und dann hat man hier dieses Set. Und ich habe jetzt dieses, ich glaube, es gab bloß dieses Set mit Kokosnuss, glaube ich, war das. Genau. Also das steht hier hinten nochmal zu den Produkten drauf. Einmal das Shampoo, die Spülung und die Haarmaske. Die Produkte sind vegan, ohne Silikone, was ich auch sehr interessant fand. Und sie sollen wirklich das Haar geschmeidig machen. Und da haben wir jetzt einmal dieses Shampoo hier. Ich schnupper jetzt auch mal dran. Riecht sehr, sehr lecker. Ich finde auch gar nicht so nach Kokos oder so. Einfach so ein bisschen tropisch, finde ich, riecht das. Riecht echt gut. Genau, exotisch süßen Urlaubsflirt. Ja, so riecht das auch. Dann haben wir auch noch die Spülung. Die wird wahrscheinlich genauso riechen. Das sieht so aus, das Produkt. Und einmal diese Haarmaske. Das ist hier so ein kleiner Bottich. Riecht auch sehr, sehr lecker. Ist einfach so eine weiße Creme. Ja, wird auf jeden Fall demnächst mal getestet. Jetzt habe ich momentan noch andere Produkte, die ich erst aufbrauchen möchte. Und ja. Und das Set kostet auch nicht viel, ich glaube 5,95 oder so. Also kann man auf jeden Fall dafür mal testen. Ja, und dann hat ja auch noch die Paola Maria Produkte rausgebracht. Und da muss ich sagen, designtechnisch optimal. Also wirklich richtig, richtig schön gemacht. Und ich habe mir diese zwei Produkte hier ausgesucht. Einmal den Skin Toner von Lovely heißt die Marke mit Manuka Honig Extrakt. Der sieht so aus. Wirklich vom Design her richtig edel, richtig hochwertig gemacht. Und der kostet auch nicht viel, muss man auch dazu sagen. Anwendung morgens und abends nach der Reinigung den Ton auf ein Wattepad geben, sanft über Gesicht und geschlossene Augenlider, Hals und Dekolleté streichen. Hier steht auch dabei, eine gute Vorbereitung ist alles, gerade dann, wenn es um schöne Haut geht. Dieser Toner befreit deine Haut von abgestorbenen Hautzellen und bereitet sie darauf vor, die Wirkstoffe von weiteren Pflegeprodukten perfekt aufzunehmen. Der im Toner enthaltene Manuka-Honig-Extrakt und Goji-Beeren-Extrakt versorgen deine Haut mit allem, was sie brauchen, um sich gesund und gepflegt anzufühlen. Genau. Und ich habe mir auch noch eine Augencreme mitgenommen. Ja. Wie gesagt, meine Augenpartie ist halt einfach sehr, sehr empfindlich und ich probiere trotzdem gerne neue Produkte aus, weil momentan verwende ich Augencreme, die halt nicht ganz günstig ist und die hat 4,95 gekostet und hier steht dabei, lass deine,
Deine schönen Augen sprechen und verwöhne sie mit den einzigartigen Pflegestoffen aus dem Manuka-Honig. Es küsst müde Augen auf liebevollste Weise und wach und schenkt ihnen neue Strahlkraft. Grüntee sorgt mit einem Plus an Antioxidantien für mehr Vitalität. Hyaluronsäure spendet wertvolle Feuchtigkeit, die kleinen Fältchen glättet. Anwendung morgens und abends rund um die Augenpartie auftragen und sanft einklopfen. Genau. Und ich habe es auch schon getestet. Ich muss jetzt ehrlich sagen, da muss man jetzt einfach mal öfters testen, aber sie brennt auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist mir schon mal sehr, sehr wichtig, weil es gibt auch Augencremes, die bei mir brennen. Und das macht zum Beispiel die Balea Urea Augencreme, die brennt bei mir, das ist nicht schön. Und ja, die brennt nicht. Und die kommt hier mit so einem Applikator daher. Habe ich auch so jetzt einmal verwendet. Passt sich hier auch gut an. Allerdings muss ich sagen, wenn man dann was rausdrücken will, dann kommt erstmal so Luft rausgeschossen und schießt natürlich erstmal ins Auge, was dann unangenehm ist. Deswegen werde ich das einfach auf den Finger geben und ganz normal einklopfen. Und ja. Aber ansonsten kann ich bis jetzt sagen, ich vertrage sie und ich muss jetzt noch meine Sanssouci aufbrauchen und dann kommt die hier in Einsatz. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch schon alle Produkte, die ich bei DM und Rossmann geshoppt habe. Und ich drehe jetzt gleich nämlich noch einen Douglas und Sephora Haul ab. Und da bin ich völlig eskaliert. Also wirklich, da habe ich ziemlich viel Geld gelassen diesen und letzten Monat. Und ja, ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal dann wieder mit rein ins Video. Und ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben.